Zu diesem Projekt kam es, weil ich es selbst liebe, in den Bergen zu sein. Denn da oben finde ich meinen Frieden. Aber Frieden bedeutet für mich auch, die Natur, in der ich mich bewege, zu respektieren. Für ein nachhaltiges Redesign habe ich mich entschieden, da das Einsatzgebiet von Schneeschuhen leider direkt von der globalen Klimaerwärmung betroffen ist. Und viele der erhältlichen Schneeschuhe sind nicht nachhaltig. Das wollte ich mit meinem Projekt ändern. Die Schwierigkeit bestand sicher darin, dass bei Sport- und Outdoor-Artikeln eine gute Performance das zentrale Kriterium ist. Die Eigenschaften von natürlichen Materialien kommen aber meist nicht an jene von künstlichen Materialien heran, um eine gute Performance zu erreichen. Auch sind bei herkömmlichen Schneeschuhen die Komponenten so miteinander verbunden, dass sie nicht wieder getrennt werden können. In meinem Designprozess habe ich die Prinzipien der Trennbarkeit und Kreislaufwirtschaft verfolgt. Bei der Materialwahl habe ich nur ungiftige Nanomaterialien gewählt und mich auf Aluminium, Stahl und Polyester beschränkt. Denn alle drei kommen für den Einsatzzweck ohne Beschichtung aus. Dadurch definiert sich auch das Farbkonzept in den natürlichen Farben der Materialien. Polyester ist dazu sehr reißfest, dehnt sich bei Nässe nicht aus und ist beständig gegen UV-Strahlen. Für alle drei Materialien bestehen funktionierende Recyclingprozesse, was für die Wahl ein zwingendes Kriterium war. Um die einzelnen Komponenten zu trennen, ersetzen oder recyceln, habe ich ein Verschlusssystem entwickelt, welches ohne Spezialwerkzeug gelöst werden kann, um unter anderem eine Reparatur zu gewährleisten. Ich habe nachhaltige Schneeschuhe entwickelt. Und was tust du für die Nachhaltigkeit?